Heute gibt's endlich das Update-Video zu meiner Alocasia Poly. Let's go! Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen auf Potplanter, eurem Kanal rund um die Pflanze. Und einen Moment. Da ist sie. Meine Alocasia Amazonica Poly, die hat glaube ich schon jeder bei sich zu Hause stehen gehabt. Oder hat sie immer noch bei sich zu Hause stehen, der irgendwas mit Zimmerpflanzen zu tun hat. Und es gibt hier jetzt schon die erste Folge zu. Und zwar habe ich da ja auch schon mal gezeigt, wie lange ich die jetzt habe. Die ist jetzt genau ein Jahr und etwa 2 Monate alt. Ne? Also Amazonica 9 cm war sie zu dem Zeitpunkt am 28. Januar 2020. Ja. Bis hierhin ist auf jeden Fall relativ viel passiert. Die hat mir ja schon, wie ich in dem ersten Video auch gezeigt habe, kleine Babyknollen gegeben. Und diese kleinen Babyknollen habe ich dann auch zum Austreiben gebracht. Eine davon habe ich jetzt noch oben stehen. Die ist gerade am Wachsen. Darum soll es aber heute gar nicht gehen, weil da ist gar nicht viel passiert. Die ist halt ein bisschen größer geworden, aber immer noch ein Trieb. Da tut sich aktuell nicht sehr viel. Aber ich denke, das kommt auch bald erst, weil die steht jetzt bei mir auch einfach so im Zimmer rum, ohne großartig Licht. Die wird nicht großartig gedüngt und ja gut, passiert aktuell nicht viel. Aber wenn da was passiert, werde ich natürlich hier berichten. Ich möchte euch auf jeden Fall mal zeigen, was die Mutterpflanze aktuell macht. Und ja, hier sehen wir ganz gut, im Gegensatz zu dem letzten Video, dass sich dieses Blättchen hier neu gebildet hat. Ne? Steht jetzt hier auch oder stand jetzt hier auch die ganze Zeit durch den Winter hindurch am Südfenster. Also da geht es noch relativ gut. Ne? Also die hat da sogar noch Wachstum, wenn man die Pflanze dann auch entsprechend düngt. Und ansonsten ist dieses Blatt jetzt hier. Moment. Da. Dieser Trieb ist jetzt gerade dabei, Hallo zu sagen. Und ich glaube, das wird gar nicht mehr so lange dauern. Dann haben wir hier dann auch nochmal ein neues Blatt. Ich schätze mal, so wie es jetzt gerade aussieht, wird das ungefähr diese Größe haben. Und ich finde, dieses Blatt ist jetzt schon ja, relativ alt. Irgendwann im Sommer letzten Jahres kam das. Und ich finde, sieht auf jeden Fall noch sehr gut aus. Unten die Spitze, ja, ist noch nicht ganz knusprig, aber wird so langsam knusprig, glaube ich. Aber weil jetzt gerade auch sehr viel mit der Pflanze passiert. Also unten die Knolle, die ist ordentlich dick geworden. Ne? Also die Pflanze hat jetzt gerade über den Winter gar nicht viel Blattmasse gebildet, sondern hat sich erstmal gesagt, hör mal, ich mache mich jetzt mal so ein bisschen dicker und ja, habe dann eine bessere Grundlage für das neue Jahr entsprechend Blätter auszubilden. Und genau das ist wohl jetzt gerade passiert. So kann ich mir das auf jeden Fall erklären. Die Pflanze erzählt mir ja nichts. Und wie gesagt, dieses Blatt ist jetzt gerade neu. Und ich würde sagen, bevor ich jetzt hier lange quatsche, mache ich jetzt genau das hier und zeige euch, wie die Pflanze aussieht mit dem neuen Blatt. Moment, dieser Movement muss auf jeden Fall passen. Ne? Merkt euch das. Achtung. Nee. So, Achtung. Da ist das Ding, Leute. Hier ist der Neuaustrieb. Da haben wir ihn endlich, Leute. Ich zeige ihn euch mal. Tada! Noch nicht ganz ausgerollt, noch nicht ganz fertig, noch nicht ganz ausgehärtet. Macht aber nichts. Das, meine Lieben, ist das neue Blatt unserer Alocasia Amazonica Poly. Finde ich richtig cool. Ich werde mal schauen, wie lange jetzt dieses Blatt braucht. Ich habe da noch nie so ganz genau auf die Zeit geguckt, aber ich schätze mal, so ein Alocasia Poly Blatt braucht so 1 bis 2 Wochen auf jeden Fall, bis es wirklich komplett sich entfaltet hat. Es wird auch noch ein bisschen breiter, ein bisschen länger und vor allem dann auch ein bisschen härter. Und dann werden wir auch ein bisschen intensiver noch hier diese Zeichnung abkriegen. Aber ich kann mir vorstellen, momentan ist das Blatt noch kleiner als dieses Blatt, aber ich kann mir vorstellen, dass das hier in ein paar Wochen genauso groß oder wenn nicht noch größer ist als dieses Blatt. Was auf jeden Fall richtig cool ist, sind diese wirklich intensiven Blattadern. Also ich weiß nicht, ob es hier so genau rüberkommt, aber
die stehen wirklich ab. Das sind richtig dicke, fette Blattadern. Finde ich richtig geil. Und was auch richtig cool ist, ist die Blattunterseite. Richtig dunkel, rot. Oh, gefällt mir richtig, richtig gut. Und weiß nicht, ob man es hier auch erkennt. Ich will da jetzt natürlich nicht ganz so viel dran rumwursten. Aber ich denke, man erkennt es, ne? Ich kann es jetzt natürlich auch nicht mehr schief halten, weil hier noch Wasser drin ist. Aber gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Die Alocasia und das neue Blatt wird sich jetzt hier auf der Fensterbank bei Raumklima 50 bis maximal 60% Luftfeuchtigkeit, etwa 20 bis 22 Grad Temperatur und ja, eine Düngerdosis 500 bis 1000 Mikrosiemens, also ist eine mittel- bis stark Zierpflanze. Also ihr könnt euch eigentlich an die Düngerempfehlung halten. Je nachdem, wie ihr düngt, müsst ihr mal so ein bisschen aufpassen. Ich dünge meine Pflanzen permanent. Ich habe ja schon ein Düngervideo gemacht. Verlinke ich euch unten mal in der Box. Aber es gibt ja genug Leute unter euch, die ihre Pflanzen vielleicht auch noch in Erde stehen haben, vielleicht auch schon im mineralischen Substrat. Ist ja auch Geschmackssache. Aber viele von euch düngen halt auch die Pflanzen nicht so wie ich, also so eine Permanentdüngung, weil ich gebe permanent im Gießwasser auch immer Nährstoffe dazu. Und ja, ich sag mal, der Standardweg ist halt, ich gebe alle 2 bis 3 Wochen mal ein bisschen Dünger mit dazu. Ne, also das mache ich nicht so, aber das ist so der gängige Weg. Alle 2 bis 3 Wochen ein bisschen Dünger mit rein und fertig. Ja, muss jeder selber wissen. Ich bin auf jeden Fall ein Freund von der Permanentdüngung und klappt ja auch wunderbar. Selbst im Winter alles gar kein Problem, je nachdem an welchem Platz eure Pflanzen stehen, zu wie viel Licht, zu wie viel Grad Temperatur und zu was für einer Luftfeuchtigkeit. So, was kann man jetzt hier noch zu sagen? In diesem Topf befinden sich 2 Pflanzen. Einmal die kleine hier mit den 2 Blättern, wo das hier ja auch ein Neuaustrieb ist. Und einmal hier diese Mutterpflanze, die dicke. Ne? Bekommen haben wir ja, habe ich ja gerade schon mal gesagt, die Pflanze vor etwas mehr als einem halben Jahr. Januar 2020, jetzt haben wir April 2021 und die war zu dem Zeitpunkt 9 cm groß. Ne? Und hier drinne werden sich definitiv auch wieder viele Knollen befinden. Jetzt schreibt mir auf jeden Fall mal schon mal in die Kommentare, bevor ich das nämlich vergesse. Wollen wir die ganze Chose hier mal rausholen, alle Knollen mal rausnehmen, wenn sich hier überhaupt drinne befinden sollten. Ich denke, hier befinden sich einige drin, also mindestens 5 Stück. Wollen wir das machen, Pflanze rausnehmen, Knollen extrahieren und Knollen wieder neu zum Austrieb bringen? Wenn ihr da Bock drauf habt, schreibt es mir auf jeden Fall mal in die Kommentare, dann werde ich das vielleicht in der nächsten Folge direkt mit euch zusammen machen. Aber was jetzt noch wichtig ist, die Pflanze sollte jetzt so weiter anständig gedüngt werden. Und hier sollte jetzt keine großartige Veränderung stattfinden, weil wir haben ja jetzt gerade einen Neuaustrieb. Ist beim mineralischen Substrat jetzt gar nicht so wichtig, dass wir hier nichts machen. Aber wenn ihr eure Pflanzen in Erde stehen habt, verändert nichts am Substrat. Macht keine Umtopfaktion, nichts dergleichen, weil das könnte dann sehr schmerzlich sein für euer Neuaustrieb. Als nächstes würde ich fast behaupten, wird dieses Blatt vergehen, denn hier haben wir ja schon die ein oder andere Mangelerscheinung. Neben dieser ja, bräunlichen Spitze haben wir hier auch Mangelerscheinungen hier in dem Bereich, hier in dem Bereich, hier. Haben wir hier oben noch einen Punkt. Das ist auf jeden Fall mehr als klar, dass das passiert. Denn Alocasien, wiederhole ich gerne nochmal für euch, sind Pflanzen, die ihre alten Blätter benutzen, um gegebenenfalls Nährstoffe zu kompensieren. Das heißt, wenn hier vielleicht ein bisschen zu wenig Nährstoffe sind und die Pflanze sich sagt, dieses Blatt ist sowieso schon was älter, das brauche ich gar nicht mehr so, dann wird die Pflanze aus dem alten Blatt Nährstoffe ziehen, um mehr Kraft zu haben, um wieder neue Blätter auszutreiben. Klingt eigentlich ganz logisch. Lasst auf jeden Fall solche Blätter dran. Ich meine, das sieht ja jetzt noch super aus, ne? Da muss man jetzt nichts dran machen. Aber ich schätze mal, in den nächsten 3, 4, 5 Wochen wird sich dieses Blatt komplett
verändern. Also es wird wesentlich an Farbe verlieren, es wird noch ein bisschen brauner werden. Und dann lasst auf jeden Fall diese Blätter dran, denn dieses Blatt wird von der Pflanze genutzt für den Neuaustrieb. Und erst dann, wenn dieses Blatt irgendwann mal richtig platt hier unten auf dem Boden liegt, komplett getrocknet, dann könnt ihr es einfach abzupfen und das war's. Ne? Weil sonst verletzt er die Pflanze nur, macht keinen Sinn. So, ich habe euch dazu auf jeden Fall auch nochmal hier jetzt gleich das Video verlinkt, wo ich darauf auch nochmal eingehe. Und ansonsten ist auch nochmal wichtig der Unterschied zwischen Erde und mineralischem Substrat. Checkt auf jeden Fall mal dieses Video hier ab und ich würde sagen, haut auf jeden Fall mal in die Kommentare rein, was wir mit der Pflanze als nächstes machen wollen. Und bis dahin würde ich sagen, kümmert euch um eure Pflanzen und haut rein!